Herzlich willkommen auf meinem Kanal Depot und Marktlage. Langfristig erfolgreich durch Investition in Qualität. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, heute treten im Aktienduell Thermo Fisher Scientific gegen Danaher Corporation an. Ich zeige kurz, warum ich Aktienscreener verwende für den Check. Dann stelle ich die Firmen kurz vor. Dann folgt eine charttechnische Analyse und ich zeige, welche Tools ich benutze. Und dann folgen natürlich Thermo Fisher und Danaher im Screener-Check. Und zum Schluss gibt es noch ein Fazit mit Siegerehrung. Sogenannte Aktienscreener verwende ich sehr gerne, um mir einen ersten Eindruck von einer Aktie zu verschaffen. Es ist so, dass ja, verschiedene Screener auch meistens verschiedene Gewichtungen der Bewertungskriterien ausgeben. Das heißt, es lohnt sich durchaus, mehrere Screener zu verwenden, dann vielleicht eine Art Mittelwert zu bilden. Aber ganz wichtig ist natürlich auch, sich letztendlich eine eigene Meinung zu bilden. Ja, was bei den Screenern sehr angenehm ist, man hat bereits eine Aktie, die man sich ausgesucht hat und die möchte man dann bewerten lassen. Und diese Bewertung, die wird dann ausgegeben in Form von Punkten oder Schulnoten oder Prozenten oder Sternchen. Ein Beispiel ist hier angegeben, das ist die Suchmaske von TradeFox. Also wenn ich erstmal eine Aktie gefunden habe, die ich ganz gerne genauer analysieren lassen möchte, dann gebe ich einfach hier den Begriff der Aktie ein und erhalte dann die entsprechende Bewertung. Ja, und wie immer betrachten wir im Aktienduell zwei Firmen aus demselben Sektor und ähnlicher Branche. Dann schauen wir uns die beiden Firmen, die heute im Aktienduell gegeneinander antreten, kurz im Überblick an. Ja, das sind Thermo Fisher und Danaher. Und beides sind an der New Yorker Börse, also der New York Stock Exchange, der NYSE gelistet und gehören aufgrund ihrer Größe zum S&P 500, also zu dem Index mit den 500 größten US-amerikanischen Firmen nach Marktkapitalisierung. Beides sind sehr breit aufgestellt im Sektor Gesundheitswesen und ja, man kann sie durchaus der Branche Laborausstatter und Pharma zuordnen. Ja, also es geht hierbei um Produkte für die Analysetechnik, aber auch um Verbrauchsmaterialien, Verbrauchschemikalien. Da sind Thermo Fisher und Danaher ziemlich ähnlich. Und letztendlich haben sie natürlich unterschiedliche Produkte, aber als Laborausstatter und Technologiekonzern kann man sie beide durchaus bezeichnen. Danaher vielleicht noch ein bisschen mehr als Mischkonzern, weil hier auch oft Übernahmen stattfinden. Man nimmt sozusagen sich bestimmte Unternehmen an, integriert sie erst und gliedert sie dann später dann auch mit Profit wieder aus. Und diese Optimierungsmethode erfolgt dann nach dem Kaizen-Prinzip. Das ist eine japanische Methode und hat letztendlich ihre Wurzeln in der Überzeugung, dass man ständig sein Tun und seine Annahmen, also die speziell die Grundannahmen hinterfragen sollen. Und die Folge davon ist, dass man auf jeden Fall ein Qualitätsmanagement einführen muss und dadurch letztendlich die Kosten reduzieren kann, indem man zum Beispiel auch den Ausschuss reduziert und natürlich die Qualität verbessert. Und letztendlich soll so eine Art ja, Win-Win-Situation stattfinden. Also der Kunde soll gewinnen, aber auch das Unternehmen soll profitieren. Und es soll natürlich eine gewisse Kundenbindung stattfinden. Ja, und man kann zum Beispiel, und das ist eben nur eine von vielen Methoden mit verschiedenen Fragen, also zum Beispiel, indem man sich einen Sachverhalt anschaut und fünfmal fragt, warum ist das so und warum ist das so und warum ist das so, also fünfmal warum. Und dann kommt man der Sache oft schon ziemlich nahe und muss natürlich immer ehrlich antworten auf jede Frage. Und ja, auf diese Weise kann man dann auch ja, gewisse Probleme erstmal grundlegend betrachten und dann natürlich versuchen, die entsprechenden Lösungsmöglichkeiten zu finden. Und ja, Danaher ist eines der Unternehmen, die diese Kaizen-Methodik als erstes angewandt hat. Und natürlich ja, sind auf den Zug auch andere Unternehmen aufgesprungen, aber im Laufe der Jahrzehnte hat Danaher diese Methodik optimiert und fährt damit ganz ausgezeichnet. Ja, und bei Thermo Fisher ist es eben die extrem hohe Diversifikation, die sehr beeindruckend ist. Ja, mitarbeitermäßig hat Thermo Fisher etwas mehr als Danaher mit 130.000 gegenüber 81.000 und auch die Marktkapitalisierung ist etwas höher. Um die Kursrendite ein bisschen in ihrem Wachstum beurteilen zu können, schauen wir uns wie immer zuerst die 10-Jahres-Charts der beiden Unternehmen an. Also sowohl bei Thermo Fisher als auch bei Danaher gibt es einen sehr schwankungsarmen Verlauf über die letzten 10 Jahre. Und das ist schon sehr beeindruckend. Überhaupt die Unterschiede zwischen den beiden Charts muss man mit der Lupe suchen. Und das gilt jetzt nicht nur für die 10-Jahres-Charts, sondern auch für die 3-Jahres-Charts. Es war schon so,
wie bei so vielen Technologieunternehmen, dass es zu einer Übertreibungsphase kam Ende 2021. Und dann realisierten die Märkte ja, oh ja, die Zinsen kommen und bleiben lange hoch. Ja, das bedeutete dann auch hier einen Abverkauf. Allerdings hielt er sich noch im Rahmen. Und ja, seit Monaten ist eigentlich eher eine Seitwärtsbewegung zu erkennen. Und ja, die Unterschiede in den 10-Jahres-Charts und 3-Jahres-Charts sind wirklich sehr geringfügig. Und in beiden Fällen findet man sich jetzt sozusagen am unteren Ende dieses Trendkanals, der schon über so viele Monate hinweg konstant verläuft und stabil verläuft, wieder. Und ja, das ist jetzt vielleicht nicht der schlechteste Zeitpunkt, um mal einen Fuß in die Tür zu stellen. Für das nachfolgende Duell benutze ich wie immer 4 Aktienscreener, und das sind Trainerfox, Market Screener, Börse.de und Guru Focus. Wenn dir dieses Video gefällt, dann abonniere doch bitte meinen Kanal, um mich zu unterstützen, und aktiviere die Glocke, um kein weiteres spannendes Video zu verpassen. Danke. Wenn man sich Thermo Fisher im Trainerfox Qualitätscheck anschaut, dann werden hier starke 14 von 15 Punkte vergeben. Ja, das entspricht sozusagen der Note sehr gut, und ja, bestätigt wird das eben hier durch die ganzen grünen Balken in den verschiedenen Sektoren, die hier bewertet werden. Und das heißt ja dann durchaus, dass man vielleicht zum Markt, also zur Peer Group, also letztendlich zur Konkurrenz, doch sehr gut unterwegs ist, was sehr viele Kriterien angeht. Und das weckt auf jeden Fall Vertrauen. Ja, einzig und allein für Anleger nach der Dividendenstrategie ist der Wert wohl eher weniger geeignet, und das aufgrund der ja, niedrigen Dividendenrendite von ja, hier 0,25% im letzten Jahr. Ja, das ist natürlich vernachlässigbar im Vergleich zur Kursrendite, die das Unternehmen geschafft hat. Ja, wenn man sich die Umsatz- und Gewinnentwicklung anschaut, dann ist hier ein schöner stetiger Verlauf zu erkennen. Und ja, so darf es gerne weitergehen. Und ja, dieser stetige Verlauf, diese Stabilität, die das Unternehmen an den Tag legt, der wird natürlich honoriert von Investoren in einem sehr schönen stetigen Verlauf der Kursrendite über die Jahre. Einzig und allein eben jetzt in den letzten 1,5 Jahren, da ist eben die Phase der Konsolidierung eingetreten, aber eben, wie gesagt, ohne übertriebenen Abverkauf, und das weckt doch weiterhin Vertrauen in das Unternehmen. Und hier wurden starke 17% pro Jahr im Schnitt erzielt über die letzten 10 Jahre. Und das ist eine sehr ordentliche Leistung. Also klar, natürlich kann man die Vergangenheit jetzt so nicht in die Zukunft fortschreiben, aber ich rechne trotzdem auf jeden Fall mit einer zweistelligen Kursrendite für die nächsten Jahre. Und ja, man hat hier auf jeden Fall ein Qualitätsunternehmen. Es ist noch so, dass hier die Finanzverschuldung als einziger Punkt angemerkt wird. Ja, also ich sag mal, bei derartig hoher Profitabilität sollte das jetzt kein Problem sein, aber natürlich sollte das Unternehmen diesen Punkt nicht ignorieren. Dann schauen wir uns kurz den Vergleich Denner an im Trainerfox Qualitätscheck, und hier werden 15 von 15 Punkte vergeben. Ja, 15 Punkte, das bedeutet sozusagen eine 1 plus, und ja, hier ist auch alles grün im Vergleich zur Peer Group, und das bedeutet auch sehr viel Zuversicht und Vertrauen in die Firma, die man als Investor entgegenbringen kann. Und ja, die Umsatz- und Gewinnentwicklung ist stetig, ja, zumindest von links unten nach rechts oben über die Jahre gerichtet, aber eben schon von einer gewissen Volatilität geprägt. Ja, die ist natürlich auch letztendlich dadurch zustande gekommen, dass man eben immer mal wieder Firmen erwirbt und integriert, aber dann auch wieder ausgliedert. Aber trotzdem wissen die Investoren, was sie in der Firma haben, und würdigen das mit einer ordentlichen Kursrendite. Und diese betrug ja 14% im Schnitt pro Jahr über die letzten 10 Jahre. Ja, das ist schon sehr ordentlich. Ja, für Anleger nach der Dividendenstrategie ist auch dieses Unternehmen eher wenig geeignet. Also hier werden im Schnitt ja ungefähr 0,4 bis 0,5% Dividendenrendite erzielt pro Jahr. Und ja, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man sich als Dividendenanleger erhofft. Also ich denke mal, da geht es mal eher um 2% Dividendenrendite im Schnitt für die Unternehmen, und da ist man doch hier weit entfernt und muss hier eben auf die Kursrendite setzen. Ja, insgesamt steht man hier sehr gut da, eben alles im grünen Bereich, Finanzverschuldung ein bisschen besser als bei Thermo Fisher, und ja, von den Multiples her, also KGV und KOV, auch ziemlich ähnlich. Also liegen hier in beiden Fällen doch sehr starke Qualitätsunternehmen vor. Beim direkten Vergleich schlägt sich Denner geringfügig besser als Thermo Fisher. Und das bedeutet den ersten Punkt. In den vergangenen Aktienduellen hatte ich ja immer mal wieder festgestellt, dass sich Guru Focus und
ja, TrailerFox in den Bewertungen doch sehr stark ähneln. Das heißt, zu denselben Schlüssen kommen. Und so ist es auch in diesem Fall. Also Thermo Fisher und Danaher erhalten hier sehr gute Bewertungen. Ja, Thermo Fisher mit 93% und Danaher mit 90% lassen hier keine Wünsche offen. Und ja, aufgrund des leichten Vorsprungs schafft Thermo Fisher den Ausgleich. Beim Market Screener muss ich doch nochmal genauer hinschauen, ob ich die Zahlen hier richtig ablese. Und es ist tatsächlich so. Also hier werden um die 50% für die beiden Unternehmen vergeben. Und das ist ja gerade noch im ausreichenden Bereich. Und ja, es ist schon ein bisschen frech, muss ich sagen, denn es wird ja dann quasi der Eindruck erweckt, ja, also sozusagen suggeriert einem langfristigen Investor, dass diese beiden Unternehmen für Beintod nicht geeignet seien. Ja, und das halte ich gelinde gesagt für Blödsinn, weil ja, es sind beides sehr stabile Unternehmen. Natürlich in diesem Marktumfeld läuft das jetzt nicht so gut, das ist ganz klar. Sie sind natürlich auch verknüpft mit der Weltwirtschaft. Das ist ganz logisch, aber wenn es insgesamt wieder nach oben geht, dann werden auch diese beiden Firmen überproportional profitieren. Und hier jetzt zu sagen, ja, die Wachstumsprognosen sind nicht besonders gut und gemessen an diesen Wachstumsprognosen sind die Multiples doch ziemlich hoch. Ja, das kann man natürlich machen, aber ich würde das jetzt nicht derartig stark in eine Abwertung mit einbeziehen. Also, ja, der Unterschied zu den anderen Screenern ist einfach zu groß und macht deswegen auch überhaupt keinen Sinn. Also, was ich natürlich immer zu schätzen weiß bei Market Screener ist, wenn die Finanzverschuldung zur Abwertung führt, ja, das führt hier jetzt auch ein bisschen zu einer schlechteren Note, aber es sind tatsächlich überwiegend eben die Multiples und die ja, schwachen Wachstumsprognosen, die jetzt zur Abwertung führen. Also deswegen werde ich auch den Market Screener in meine finale Wertung jetzt nicht übermäßig mit einbeziehen. Aber es ist eben so, trotzdem ist der Vorsprung hier 2% und ja gut, 1% wäre meine Toleranzschwelle und ja, mit 2% bekommt Denner den Punkt. Beim Aktienscreener Börse.de geht es darum, dass die Kursgewinne stimmen müssen im Vergleich zu anderen Aktien. Aber auch die Volatilität soll möglichst gering sein, also das Risiko für Kursrücksetzer. Und hier wird aus einem Pool von über 30.000 Aktien letztendlich ausgewählt und gescreent und ja, nur 100 von diesen 30.000 Aktien bekommen dann letztendlich die Auszeichnung Champion. Ja, und da ist es dann schon was Besonderes, wenn man diese Auszeichnung erhält und Thermo Fisher und Danaher bekommen die Auszeichnung und können darauf stolz sein. Mit einem Endstand von 3 zu 2 geht der Pokal an die Danaher Corporation. Ja, aber auch Thermo Fisher muss sich nicht verstecken. Wenn man jetzt die Durchschnittsnote bildet über alle Screener, dann landet man etwa bei einem gut bis sehr gut. Und das ist doch sehr ordentlich. Ich habe jetzt hier den Market Screener eben nicht zu stark gewichtet, weil ich denke, der fällt hier ja ohne Begründung aus dem Rahmen. Und ja, vor dem Kauf sollte man sich natürlich, auch wenn hier wenig Anlass zu Kritikpunkten ist, die Firmen nochmal genauer anschauen. Und hier speziell das Danaher-Prinzip, also ursprünglich ja Kaizen-Methode, aber mittlerweile ist es als das Danaher-Prinzip bekannt, weil eben Danaher diese Optimierungsmethodik so ja, stark propagiert hat, um letztendlich Umsatz und Qualität zu steigern. Und ja, da ist man dann auch durchaus mal nicht um irgendwelche knallharten Methoden verlegen. Und ja, das kann natürlich bei einem Investor, der eher auf ESG-Kriterien schaut, dann auch mal zur Ablehnung führen. Ja, grundsätzlich würde ich aber sagen, für ein Basisdepot sind beide Unternehmen gut geeignet aufgrund der extrem starken Diversifikation. Also das Produktportfolio ist sehr beeindruckend und ja, die weltweite Marktstellung schafft natürlich auch Vertrauen bei den Investoren. Ja, überhaupt haben wir in der Charttechnik gesehen, dass man sich eher am unteren Ende des Trendkanals befindet und ja, warum hier nicht mal antizyklisch einsteigen für Beintod in Tranchen, um vom Durchschnittskosteneffekt zu profitieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und abonniere doch bitte meinen Kanal, um mich zu unterstützen. Natürlich freue ich mich auch sehr auf Wünsche, Kommentare und Anregungen. Hab noch einen schönen Tag.